Wie der Adler, der gleich nach dem Schlüpfen den schwächeren Bruder erwürgt und aus dem Nest schleudert, kann auch nur der zur Größe gelangen, der seine Anverwandten als die schlimmsten Feinde behandelt. Boldo Padegan. Irgendwas ist schiefgegangen. Jalan wollte sich mit einem Informanten treffen und steht nun vor einer Blutpfütze. Der Prios-Geweihte wollte mit euch Details zu den Granden teilen und bat um ein Separé in einem Bordell. Zwar habt ihr mittlerweile eure Recherchen begonnen und einiges über die Magier, Grafen oder Jarl Zogoth und Vajatta herausgefunden, doch dieser Anschlag kann schwere Konsequenzen haben. Während Zulamin und Rafim im Raya-Tempel ihre Nacht verbringen, beginnt Jalan eine Schlägerei im Puff um Diamantes und der Dukatengarde etwas Freiraum zu schaffen, und so beginnen wir. Späte Nacht des 15. auf den 16. Travier. Ey, komm, halt ein wenig höher. Wir müssen hier so schnell wie möglich mit dem raus, bevor den noch irgendwer sieht. Ja, ich bin ja schon dabei. Achtung, Achtung, macht Platz, die Spinne. Passt auf die Spinne auf. Verzeiht, Meister Abelmir, wir tragen. Dafür sind wir da. Ah, gut. In dem hier, fast hier. Ah, genau hier. Ah, sehr schön. Kommandante Monterey, schön wieder in Alanfa zu sein, oder? Die erste Nacht und direkt ein Mord. Und ich habe es nicht anders erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht. Wo sollen wir ihn hinschleppen? Auf unser Schiff? Sollen wir ihn im Hafen versenken? Das ist noch nicht ganz klar. Ich denke, wir sollten ihn vielleicht aufgrund seiner Herkunft nicht im Hafen versinken. Könnt ihr noch irgendwelche Informationen draus ziehen, Kapitän? Nein, nicht hier. Nicht wirklich schneller. Wir sollten ihn schnell wegschaffen auf Schiff. Du da, organisier ein Karren. Mein Karren. Ich bin unterwegs. Damit geht einer der Dukatengardisten los und ja, verschwindet in einer der dunklen Gassen. Also, solange wir den Leichnam bedeckt lassen, wird niemand hinterfragen, warum die Dukatengarde mit einer Leiche rumläuft. Aber das Ornat sollte dann vielleicht nicht ans Licht kommen. Wird dann entfernt aus Ornat? Doch. Reicht aus. Reißt es ihm einfach herunter. Ich bin nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Wir sollten die Leiche möglichst so lassen, wie wir sie vorgefunden haben. Je mehr wir herausfinden, desto besser ist das. Und wir können ja, aber wir haben doch einen Augenzeugen, Abelmir. Naja, eigentlich ja, einen mehrfachen Augenzeugen. Seht einmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, unzählige Augen. Mir ist schon, dass es nur eine Spinne ist. Natürlich, natürlich. Und eine Spinne verfügt nicht über die Intelligenz eines Menschen. Aber sie sieht. Ja, sie kann nur das beurteilen, was sie verstehen kann. Ja, da kommt ein Mann, er setzt sich auf, weiß nicht, Bett. Dann kommt ein anderer und sticht mit einem Dolch in ihn hinein und geht dann wieder. Ich denke, die Beurteilung liegt dann bei uns, dass die Spinne das Komplexe, Verständnis von Mord und Totschlag nicht unbedingt versteht, das mag sein, aber wir tun es. Nichtsdestotrotz würde ich diesen, nun ja, Geweihten, so es scheint, nun ja, unbeschadet zu lassen und ihn nicht zu, naja, demütigen, selbst im Tode nicht. Ja, ich weiß nicht, findet ihr es demütigend, wenn er nackt ist? Ja. Mensch. Ich hab den Karren. Hier kommt er. Ah, sehr gut. Habt ihr auch eine Plane? Wir nehmen unseren Mäntel. Gut, das muss reichen. Bei einer Dukate am Tag könnt ihr das erwarten. Wo soll er hin? Zu einem Schiff. Zum Schiff. Also gut, los geht's. Währenddessen drin. Jalan wischt sich gerade mit seiner Faust über eine blutige Lippe, eine Platzwunde, die ihm da wohl beigebracht worden ist. Und du betrachtest die zwei am Boden liegenden Kerle, die du als Ablenkung verprügelt hast. Währenddessen kannst du erkennen, wie wohl die Tür zum Bordell aufgeht und nach kurzem durch die Gänge huschen, kannst du erkennen, wie die ganze Party hier abgebrochen wird, weil mittlerweile 3, 4, 5, 6 Stadtwachen drinstehen. Ich spuck nochmal auf den Boot vor den beiden. Das soll ja eine Leere sein. Was ist hier los? Ihr seid festgenommen.
Sicher doch. Hände auf den Rücken. Ja, ich kooperiere. Ja, dir wird schmerzhaft von hinten in die Kniekehle getreten, sodass du dann auf die Knie sinkst und irgendjemand bindet dir dann ziemlich fest einen Strick drum. Währenddessen kannst du erkennen, wie wohl einer der Hauptmänner, kannst du an den Litzen erkennen, dann zu der Puffmutter geht. Was soll das? Warum habt ihr uns nicht früher Bescheid gesagt? Was meint ihr? Die Schlägerei? Ihr habt einen Mord da drin, verdammt! Warum habt ihr uns wegen dem Mord nicht Bescheid gesagt? Davon weiß ich nichts. Nun, sei es drum. Greifenmund, ihr seid festgenommen. Wegen Mordes. Damit ziehen sie dich hoch, irgendjemand schiebt dir noch einen Knebel in den Mund und du wirst abgeführt. Schon wieder? Damn. Kriegen wir das mit? Wenn ihr... Wir uns draußen treffen wollten, vermutlich. Vermutlich, ja. Also würfelt mal auf Gassenwissen. Also das wird ja auch, wenn hier irgendwie 5, 6 Stadtwachen sind, ist das ja keine unauffällige Geschichte. Ja, ihr seid auf alle Fälle hinten gewesen, aber würfelt mal auf Gassenwissen. Erleichterung Al-Anfa würde natürlich zählen. Die hatte dann Diamantes. Aber 10 Sternchen, selbst mit Erschwernis sollte mir das reichen, dass das auf alle Fälle dann beim... mit dem Karren rumpelnd... Ja, weiß ich nicht. Wollt ihr auf alle Fälle mit dem Karren weiter rumpeln? Also, ihr könnt auf alle Fälle mitbekommen. Abelmir gibt erstmal den Wink, dass der Karren stehen bleiben soll. Und dann könnt ihr immer noch überlegen, was zu tun ist, als ihr dann seht, wie... das ist auf alle Fälle die Gestalt von Jalan mit seinem Ornat. Ein Sack über den Kopf gezogen wird und er dann... die Eisenhand ist sowieso unverkennbar, dann durch die nächtlichen Gassen geschubst wird. Sollten uns darum kümmern. Schafft ihr die Leiche zum Schiff? Ich schau mal, was ich tun kann hier. Oh, ich begleite euch. Wenn es um... Diamantes, wollt ihr auch mitkommen? Ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus als ich und Baltax. Besser sollte es sein. Oh. Ihr habt das. Schauen wir mal zu den Dukatengardisten rüber. Das sind nur Stadtwachen, die können wir auch schlachten. Aber das wird laut. Und das wird viele Fragen stellen. Auch laut sollte kein Problem sein. Da kenne ich was. Wir sollten möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen. Schafft die Leiche zum Schiff und dann wir sehen, was wir tun können. Während ihr euch noch unterhaltet, könnt ihr sehen, wie zwei andere Wachen aus dem Bordell hinterherkommen und dann auch wohl schon dabei sind zu rufen. Die Leiche ist verschwunden. Keine Ahnung, wo sie ist. Irgendjemand hat aufgeräumt. Halt euch. Ja. Ich meine, ich habe den Dukaten gerade, dass sie den Wagen fortbewegen, den Kachen. Ja, die drehen dann erstmal ab und verschwinden in eine andere Gasse, nicken euch aber zu und geben auf alle Fälle zu verstehen, dass sie dann in Richtung der Mondsabenden Drachentöter aufbrechen. So seid ihr alleine. Gut, dann wollen wir den eins mal da raus. Ich schaue jetzt mal auf mich herunter, ob ich Blutspritze zu sehen sind an meiner Kleidung oder sonst wo. Würfel mal Hauswirtschaft. An den anderen. Du hattest selber nicht aufgeräumt, ne? Das war ja Jalan mit seiner Probe. Genau. Du hattest nur deine Anatomieprobe gewürfelt, ne? Jawohl, mal Hauswirtschaft. Krieg ich denn eine Erleichterung, weil meine Probe so gut funktioniert hat? Bei einer 19-19. Er braucht ja nur einen Punkt, deswegen frage ich. Okay. Ich hatte ja irgendwie 20 Sternchen über oder so mit dem Mirakel. Ja. Ja, dann soll das gelungen sein. So, dass du zumindest keine offensichtlichen Blutspritzer in deiner Hand hast. Gut. Nichts weiß du, was denn. Schau mir zu, was wir tun können. Ja, das ist eine gute Sache. Ja dann hinterher. Marschieren wir schnell einen Schritt aus die Stadtwachen hinterher. Hey, ihr da, was soll das? Wie, was soll das? Verschwinde. Das ist unser erster Offizier, den ihr führt. Wenn du nicht verschwindest, sperren wir dich auch mit ein. Was wird ihm vorgeworfen? Mord. Wie viele sind es denn jetzt genau hier? 6 Leute. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn wir euch zumindest zur Wache begleiten. Ihr könnt ihn morgen besuchen. Wer führt die Anklage? Was weiß denn ich? Frag bei Florius vorbei. Und Jalan ist nur gefesselt, oder? Seine Hände sind auf den Rücken gefesselt. Er trägt einen Knebel unter einer Kapuze. Könnte ich da rauskommen, indem ich einfach... Warte, wie ist meine Hand festgemacht?
Also du willst deine Hand abstreifen? Ich will es nicht tun, ich will nur wissen, ob ich könnte. Also ich sag mal, für 6 Schadenspunkte bekommst du deine Hand immer los, wenn du willst. Da ist irgendwie so ein Widerhakenmechanismus drin. Oh, den klickst du einmal aus und dann... Natürlich, richtig Avemir-Style. Okay, danke für die Information. Dann können wir das auch für die Zukunft so festlegen. Okay, ich tue erstmal nichts. Ihr könnt morgen zu ihm. Fragt bei Florios. Jetzt verpisst euch. Dass jemand wie du das nicht versteht, ist mir schon klar. Nimm Haltung an, wenn ich vor dir stehe. Ja, dieser Mann, dessen Zeit ist wichtiger als deine Zeit, die du in der gesamten Woche hast. Und wir haben heute vieles vor. Also sollte es für die Vorwürfe, die hier überhaupt erhoben werden, keine Beweise geben, dann lasst ihn los. Du kannst sehen, wie 2 der Stadtwachen eine kurze Balestrina herausziehen und auf dich zielen. Ja, ich würde gerne mal Ohnmacht auf die beiden zaubern. Okay. Magieresistenz von... Lass mich nicht lügen. Wir würfeln Initiative. Ah. Ventoria prinzipiell immer ihren Punkt höher. Also sie haben sowas wie eine Initiative von 20. Und eine Magieresistenz würde ich jetzt auf 6 setzen. Ja, ich brauche erstmal ein paar Sekunden, bis ich die gezaubert habe. Also. Wie lange? Wie viele Kampfrunden? 5. Sie würfeln mal auf Magiekunde. Wird wahrscheinlich nichts werden, aber Doppel-1 ist immer drin. Er hat ja weder Geste noch Formel. Ja, das ist richtig. Ja, also druidisch ist sowieso schon mal irgendwie was wie eine plus 15. Geodisch. Ja. Also. Ich werde utopisch. Einmal gähnen und dann würfel ich mal gegen eine 6er Magieresistenz. Es sind also sie schießen nicht, sie zählen nur, ne? Also ja. 2 Typen sind also 7 dann. Genau. Schauen wir doch mal. Also die Erschwernis kommt noch hinzu von plus 7. Dann wären wir bei einer 11er. So. Ja. Jo. Ja gut, also wie gesagt, sie haben jetzt erstmal also ihre Balestrinas gezogen, sie zielen auf Diamantis und schauen dich weiter an, tun aber noch nichts. Ja, alles klar. In 5 Kampfrunden fallen sie dann bewusstlos um. Diamantis, wie willst du an? Ich habe Angst, ihr verdammten Pisser, und ich ziehe meine eigene Balestrina und drücke direkt ab. Okay, schnell ziehen. Ja, was möchtest du denn? Ich möchte dann dem Typen, der mir am nächsten Schirm wurde, ich pack mich an der Schulter, so dem erstmal einen Tritt in die Eier geben, oder wohin auch immer ich hier herrische. Also wenn es losgeht. Okay, ich denke, nachdem er geschossen hat, eine Kampfrunde und dann... Ja, genau. Also du würfelst dann gleich deine eigene Initiative. Dann erstmal schnellen ziehen. Deine Initiative liegt wo? So, ich habe selbst noch nicht gewürfelt. Ich würfel mal einen W6 und addiere meine Initiative hinzu. Ach, ich habe eine Initiative von 17, das heißt, ich sollte die... Dann ziehen sie vor. Basis-Initiative. Achso, Basis, dann bist du bei 23. Genau. Ja, okay, dann kannst du einen Schuss absetzen, ohne irgendwelchen Modifikationen. Entfernung würde ich einfach mal sitzen auf... Ach, lass mich nicht lügen. Wie weit seid ihr von dir entfernt? 2 Meter? 3 Meter? 5 Meter. Okay, wir können auch 5 Meter. 5 Meter bist du mit einer Balestrina, das sehe ich in deiner nächsten Raschiatten-Kategorie. Ich glaube, die geht noch bis 4 in der ersten. Ja, genau. 2, 4, 9 ist die Kategorie. Das ist die dritte Kategorie. Also plus 0 auf den Schaden. 9. Oh Gott, Balestrina sind so ein Mist, ganz ehrlich. Ja, dann würfel gerne mal. Okay, ich sage mir eine Ansage von... Nee, gibt keine Ansage. Schnell ziehen, gibt's keine. Nein. Schnell ziehen, stimmt. Nein. Stimmt, ich kann auch nicht gezielt schießen, ne? Nein, ja, genau. Gut. Dann treffe ich auf jeden Fall. Ja. Schaden. Sind 9, wir ziehen die Rüstung ab. Hast du eine Bolzenballestrina? Ja, ich habe eine Bolzenballestrina. Dann ist die Wundschwelle wie immer um 2 gesenkt. Ja, 9 minus 4 sind 5. Das ist 4 Rüstung, okay. Das ist noch kein... Ja, das ist jetzt... Die sind ja nicht auf Leder angewiesen, die können ja auch höher gehen. Ins rechte Bein. Und dann. Das ist Stadtwache, das ist nicht Rabengarde oder so, ja? Das ist Stadtwache, also nicht Pöbel, die sind halt schon offen angestellt für ein Grandenhaus. Den Namen hatte ich eben auch schon einmal gesagt. Mhm. Und das ist halt auch kein Pöbel. Nee, die sind halt nicht so gut ausgebildet wie du Kartengarde. Nee, nee.
Ja genau, ich wollte nur wissen, ob die halt irgendwie Rabengarde sind, weil dann wären wir jetzt in echten Schwierigkeiten. Ja, bei Rabengarde habt ihr ein großes Problem, genau. Nee, gut, alles klar. Dann, 23 ist durch, ich bin auf der 20. Ist noch irgendjemand davor, Abelmir? Wahrscheinlich nicht. 17. 17 insgesamt, okay, dann habe ich zwei Schüsse, sie haben gezielt. Ich würfel auf die 22 mit einer 4er Wuchtansage. Die sind beide getroffen. Ist deine Ballestrina modifiziert? Nur, dass sie eine Bolzenvariante ist. Ja, okay. Dann einmal 5 plus 8 und 6 plus 8. In Trefferzone muss ich gerade mal gucken. 5. Diamante ist. Diamante, so denkst du daran, dass eine Bolzenballestrina von Haus aus 2 Punkte mehr Schaden macht? Habe ich auch gerade darüber nachgedacht. Ich sehe gerade dein plus 4er Modifikator ist noch der für Kugeln. Ja, das wäre wohl 2 Schaden mehr, aber ich denke, das macht dem Braten jetzt auch nicht fett. Und die anderen Waffen auf der 21 ziehen jetzt ebenso ihre Ballestrina und sie machen auch spontan Schuss. Und zwar. Bam, 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 bam. Ich überlege gerade auf Diamantis. Du bist derjenige, der hier gerade die Bedrohung ist. Und jemanden so schnell wie möglich ausschalten. Ich hätte gesagt, es sind 6 Stück. Einer hält Jalan weiter fest, die anderen 3 machen spontan ziehen ohne Ansage. 1. Den gucke ich uns gleich mal an, ob der kritisch trifft. Ist aber nicht so wild, weil er trifft kritisch, aber trotzdem verdoppelt. Mit der 1. Also 1 plus 4 sind 5 mal 2 sind 10. An die Autowunde wegen kritischer Erfolg. Die mache ich immer, ne? Genau. Ja, gut. Vergesst das nämlich auch immer. Dann schaue ich mal, wo die Wunde kommt. Im Schwertarm. Du kannst noch ausweichen, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, so, gegen den Kit und gegen eine Fernwaffe. Ja. Wir haben keine Initiative geleistet, weil ich nicht auf so einen Kampf vorbereitet war. Nein. Ich auch nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich möchte, dass ein Protokoll vermerkt wird. Ich habe ihn nicht angefangen. Ja, ich weiß, ich vermerke das. So, der Chris war wie viel Schaden jetzt? 10. 10. Schon verdoppelt? Das war schon verdoppelt, genau. Der hat eine 1 gewürfelt, plus 4 sind 10 in den Schwertarm. Und dann ist Abel mir dran. Ich wirke einen Blitz, ich finde, auf die 3 Wachen, die jetzt gerade auf Monterey geschossen haben. Ja. Ich finde. 3 Wachen. Wie gesagt, plus 3, plus Magierungswert. Ich trage erstmal plus 3 erstmal ein und das können wir gucken. Die andere Wache, die Jalan festhält, ruft einmal laut: Wache! Denn die hat ja immer noch eine freie Aktion. Ist ja nicht eine Wache, ach, wie ruft er? Noch mehr Wachen. 9 Punkte übrig geblieben und ja. Ja, wie viel sind da? 9 Punkte übrig geblieben. Die Magieresistenz hattest du. Also plus 3 schon drin für 3 Leute, aber jetzt kommt noch die Magieresistenz obendrauf noch von keine Ahnung wie viel. 3 Leute hattest du gesagt, sind MR6. Dann bleiben noch 3 Punkte übrig. Genau, 3 Punkte übrig sind 3 Kampfrunden, 3 Aktionen. 3 Verlust, 3 Punkte verteilt auf Attacke Parade. Ja. Und ja, die können keine gezielte Aktion mehr machen, also kein Hochschlag etc. Blablabla. Okay. Gut. Ihre Ini sinkt um 3 Punkte, ne? Dann 21, nee, um dann sind sie auf der. Geht die um THW, nicht um THW-Stern. Genau. Gut. Dann sind die auf der 16 und dementsprechend als letztes dran, zumindest diejenigen, die du geblitzt hattest. Dann ist die Kampfrunde nicht um. Boltax benutzt Initiative 1 und 2 zum Zaubern. Naja, ich habe ja schon davor angefangen. Also bevor die Kampfrunde überhaupt losgegangen ist. Also wäre ich wahrscheinlich bei Aktion 4 jetzt am Ende. Nee, der Aggressor war Diamantis. Sie haben gezogen und daraufhin... Nee, ich habe davor gesagt, ich fange an zu zaubern. Noch bevor Diamantis irgendwas gesagt hat. Also das wäre mindestens eine Kampfrunde. Ja, das entscheidet sich ja von der Initiative. Aber okay, dann bist du bei jetzt 3 und 4 oder was hast du gesagt? Genau, dann bin ich bei 3 und 4. Nächste Indie-Phase bei mir geht dann der Zauber durch. Alles klar, gut. Dann Wache wurde gerufen und
Dann dürfte ich mal nehmen. Genau, dann darfst du mit einsteigen. 18. Mhm. Wir beginnen wieder bei der kleinsten Initiative. Das ist ja normalerweise so das, was wir machen müssen. Allerdings ziehen die anderen Wachen vor. Voltax, Joros, deine Ini? Oh, ich habe noch nicht ausgewürfelt, aber die ist sowieso die geringste. Also ja, kann ja sein, dass du über die 16 von den Stadtwachen kommst. Unwahrscheinlich. Die verlieren 16 Punkte, nicht 16, die sind nur 16. Die sind also auf 4. Achso, ja, ja gut, dann... Dann bin ich auf jeden Fall vor ihnen dran. Ja, ich möchte dann auch ganz gern vor die Jungs vorziehen. Ich hab noch die Leute mit der 20, ne? Also die können halt auch vorziehen. Auch stimmt, ja, sind nicht alle geblitzt. Genau, es waren nur 3 von 6 insgesamt. Genau. Also ich habe die beiden, die zuerst ihre Balestrinas gezogen haben, das waren ja auch die, auf die mein Schlafzauber ging. Also vor denen bin ich auf jeden Fall dran. Ja, auf die 2 Leute, die auf Diamantes geschossen hatten und die anderen 3, die geblitzt sind, das sind andere. Können wir das gerade mal beim Map-Tool machen? Schauen wir mal. Meine Ini ist bei 12. Bam, bam, bam. Ich guck gerade mal, ob ich irgendwo Stadtwachen. Stimmt. Hier, ich nehme jetzt einfach mal Morius 1, 2, 3, 4, 5. Generische Stadtwachen. Größe. So, dann haben wir hier vorne 2, die haben auf Diamantes geschossen. Hier steht einer. Wir sehen die noch nicht. Ah ja, ich komm gleich. Fehlt sowieso noch einer. Für Spieler sichtbar. 1, 2, 3. Immerhin sind wir direkt am Hafen, das heißt, wir können die Jungs direkt versenken. Oh, schwarze buntes Chor. Ja, nein, das sind ganz normale Stadtwächter. Ach so. Gut, dann, diese beiden sind. Überlege gerade, die haben geschossen, die sind noch nicht im Schlafen. Diese hier sind geblitzt. Denen gebe ich mal den Zustand. Verschiedenes. Wird. Okay, so, dann. Ich ziehe mit meiner 20 vor. Möchte jemand vor die 20 noch vorziehen? Ich höre mir erstmal an, was sie macht. Ich muss gerade überlegen. Diese hier sind geblitzt. Diese hier ziehen ihre. Was haben die? Schwerter? Genau, ganz normale Schwerter. Kunchoma vermutlich. Kunchoma, ja, klingt gut. Kunchoma. Und er hier zieht auch sein Kunchoma und hält den Jalan an die. An den Hals. Wenn die Schwerter gezogen haben, dann möchten die ganz gerne stumm angreifen. Können sie nicht mehr, aber sie wollen auf alle Fälle dich dann noch töten. Also, das kannst du erkennen. Da sind sie jetzt skrupellos. Das ist deren Aktion, die sie gerne machen möchten. Ja, ist vollkommen okay. Wenn ich eins verstehe, dann das. Gut, dann, ich ziehe wie gesagt vor. Einmal Aktion Schwerter ziehen, andere Aktion Position, dass sie dann hier dran sind. Ja, ich pariere die 2-mal. Ja, sie haben aber Aktion Position genommen und passiert nichts weiter. Denkt daran, dass sie können. Die können einmal ziehen. Die dürfen nicht mehr parieren. Richtig. Richtig. Okay, dann wandle ich offensiv um. Also wäre Rafim jetzt hier, würde er grinsen. Ich habe nur leider keine Waffe in der Hand und das ist das Problem. Trina in der Hand. Das heißt, ich kann auch nicht zuschlagen. Was schnell das ziehen. Heißt, ich sage, ja, aber dann kann ich nur auch einmal angreifen. Ich sage 2 hohe Tritte an. Okay. Hast du Horusat oder sowas? Ja, ich habe Horusat. Du ziehst mit einer freien Aktion schnell vom Gürtel, das weißt du? Ich habe aber auch noch meine Balestrina in der Hand, die müsste ich dann fallen lassen. Auch fallen lassen. Dann geht die kaputt. Ja, das ja, lässt sie doch nicht fallen. So, okay, dann okay, Tritte. Zwei Stück, hopp. So, Tritte. Raufen. Ich sage eine Ansage von 4 an, jeweils. Ja, dann können wir uns gleich mal die Regeln zu Horusat angucken. Die sind nämlich sehr interessant. Genau, da habe ich die Möglichkeit, meinen Würfel um eine Seite zu ver... Erstmal die Raufen bitte einmal angreifen. So. Das ist gelungen. Dann kannst du jetzt 2 W6 würfeln. Und du möchtest einen Pasch würfeln. Würfel noch den 2., weil ich ja gegen 2 Leute angreife. Mhm. Und dann würfeln wir 2 W6. Das ist wieder ein Pascht. Ich könnte einen Würfel ändern, aber das würde keinen Unterschied machen. Das heißt, es kommt nicht auf 13 Schaden, auf 11 Schaden wären es. Weil ich wohl 2 eingestrahlt. Du kannst, wie viel kannst du drehen? Ich kann einen drehen. Du kannst einen drehen um 4 Punkte? Um 1 Punkt. Um 1 Punkt.
ein Punkt, also es macht keinen Unterschied. Es genau, das, kein du drehst dann die 6 auf, du drehst dann die 3 auf die 4, ne? Ja, die 3 auf die 4 und damit ist es dann eine 12. Genau, 12 TP A. Und sag mir mal, was passiert wäre, wenn du einen Pasch gewürfelt hättest? Und zwar, dann hätten wir das ganze Spiel nochmal gemacht. Wir hätten den Schaden nochmal ausgewürfelt, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich keinen Pasch mehr gewürfelt hätte. Und der Schaden summiert sich mit jedem Würfelwurf. Klar, gut. Da kann ordentlich was rankommen. Und dann zweiter Versuch. Das ist der Pasch? Das ist der Pasch. Ich habe immer noch eine Möglichkeit, da umzudrehen. Sollte ich jetzt also hier nah nebeneinander machen? Da ist noch okay, der Pasch. Okay, jetzt explodiert sein Gesicht. Okay. Und dann würfeln wir... Und dann drehst du die 1, drehst du auf die 2? Genau, da müssen wir ja mal ein bisschen rechnen. Die 14, das wird natürlich alles summiert, also ist das auch... 14 plus 12 sind 26? 26... Plus 10. 36? 36 Schaden. 36 minus die Rüstung von 4... Kopf. ...sind 32. Aber nicht verdoppelt beim Kopf, weil es nur die 19 ist. 32 TPA. Das wären 16 echte TP, also sind es sogar. Aber weil du über die Konstitution gekommen bist, fällt er um. Ja gut, wäre er jetzt sowieso. Zustand, verschiedenes. Er ist nicht tot. Das könnte vielleicht wichtig sein für ein Gerichtsurteil. Aber er ist auf alle Fälle riechend bzw. am Boden. Das warst du. Die 20 ist durch, die 4 muss immer noch handeln, die wollen auch generisch angreifen, also ihre ihre Balestriner, so würden sie sonst ziehen. Und ich muss gerade überlegen, würden dann auch irgendwie angreifen. Sie können auch nachladen. Ja, nee, machen sie nicht.